Yo Leute, Cap Kobe hier. Cool, dass ihr wieder am Start seid. Ich habe von meinem 10-Abonnenten-Special noch eine Menge Streichholzreste übrig gehabt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das mal in der Infokarte. Aus diesen Resten habe ich mir überlegt, baue ich ein kleines Baumhaus-Diadorama. Dafür brauchen wir Zement oder Gips, kleine Steinchen, etwas Epoxidharz, Holzkleber, Heißkleber, die Streichholzreste und etwas Farbe. Anschließend machen wir erstmal das Grundbett mit ein bisschen Zement oder Gips, was ihr auch am Start habt. Das gießen wir erstmal ein und dann müssen wir es verteilen. Ganz wichtig, wenn man so eine Silikonform hat, wo man es jetzt eingießt, dass das Grundbett erstmal ganz, ganz flach ist, also einen halben Zentimeter, da wir nur eine begrenzte Aufbauhöhe haben. So, wenn die erste Schicht einigermaßen hart geworden ist, können wir anfangen, ein bisschen mit den Stöcken, die wir gesammelt haben, zu layouten, wie wir einen coolen Baum erzeugen können. Da muss man einfach ein bisschen rumprobieren. Cool ist natürlich, wenn man immer ungefähr den Baum so ausrichtet, dass der, wenn man ihn jetzt in der oberen linken Ecke positioniert, dass der ein bisschen weiter nach unten rechts ragt und da das Baumhaus dann reingebaut werden kann. Anschließend nehmen wir uns eine Scheibe, tun dann einen Fleck mit der Heißklebepistole drauf und setzen dann unsere Äste so drauf, ungefähr so, wie wir sie ausrichten möchten. Wenn das Ganze jetzt getrocknet ist, können wir den Baum mal reinsetzen und mal prüfen, ob das so passt. Wir können ihn noch ein bisschen ausrichten, gegebenenfalls später nochmal verändern. Als erstes fangen wir jetzt an, eine Grundlinie zu ziehen. So wird jetzt links oberhalb der Steine wird quasi der Baum positioniert und auf der rechten Seite davor machen wir das Wasser mit dem Epoxidharz. Dafür mache ich jetzt erstmal so eine Grundlinie mit den Steinen und die wird dann immer so ein bisschen erhöht und dabei schütten wir dann immer ein bisschen mehr von dem Zement oder Gips auf. So, jetzt liegt unsere erste Schicht Steine. Jetzt füllen wir quasi bis zur Oberkante der Steine, füllen wir das mit unserem Material auf und legen jetzt wieder die nächste Schicht Steine. Das Ganze müssen wir jetzt so lange machen, bis wir eine Höhe erreicht haben, dass wir das Bachbett schon mal anfangen können zu legen oder das Seebett oder wie man es auch immer nennen möchte. Und wenn es dann hoch genug ist, dann können wir anfangen, den Baum einzusetzen. So, tun wir jetzt ein paar Steine quasi unten ins Bachbett. So sieht das Ganze dann jetzt ganz ausgefüllt aus. Das ist quasi jetzt erstmal unser Unterwasser-Diadorama mit den Steinen. Jetzt können wir anfangen, den Baum wieder zu positionieren. Das wird später dann quasi nochmal aufgefüllt. Nachdem nun unser Boden steht, können wir anfangen, den Baum einzusetzen. Dafür muss man jetzt eine gute Position finden. Wenn man die Position dann gefunden hat, muss man das Ganze erstmal komplett aushärten lassen. Da kann man jetzt noch ein bisschen rumspielen, aber wenn es einmal trocken ist, kann man daran nichts mehr verändern. Dann steht es, wie es steht. Wenn man dann anfängt, daran zu ziehen, kann es sein, dass unten die ganze Konstruktion wieder bricht. Das wollen wir nicht. Deswegen schön verdecken, positionieren, so wie wir es brauchen und anschließend abstützen. Nachdem das Ganze dann ausgetrocknet ist, sieht das ungefähr so aus. Da steht jetzt quasi noch die Flasche dran. Jetzt können wir uns nochmal ganz genau die Gedanken machen, wie wir anfangen, das Baumhaus zu positionieren. Aber als allererstes kümmern wir uns jetzt um das Wasser, was davor kommen soll. Das machen wir mit Epoxidharz. Das Epoxidharz mischen wir uns mit grünem und blauem Pigmentpulver. Das habe ich mir von Amazon bestellt. Ich glaube, da wird man fündig. Das vermischen wir dann mit unserem Epoxidharz. Ich hoffe, dass das so ja, grün-bläulich schimmert später. Ja, ganz normal wie immer mit Arbeitshandschuhen oder Sicherheitshandschuhen oder irgendwas, das verhindert, dass das Epoxidharz auf eure Finger kommt. Erstmal ordentlich vermengen. Und ich habe es jetzt mal richtig, richtig langsam vermengt. Ich habe mir richtig viel Zeit dabei gelassen.
Und das ist besser, wie als wenn man es ganz schnell verrührt. Solltet ihr auch so machen. Jetzt gießen wir ganz vorsichtig das Epoxidharz in das Förmchen rein. Falls ihr jetzt keine Silikonform habt, müsst ihr natürlich gucken, dass das Ganze irgendwie dicht ist, dass es nicht auslaufen kann, denn Epoxidharz sucht sich immer seinen Weg. Also ganz langsam aufschütten. Besonders auch darauf achten, wenn das voll wird, dass man es nicht zu voll macht. Denn wenn es einmal drüber läuft, dann sieht es natürlich auch blöd aus. Wenn das Epoxidharz sich jetzt mit den Ufernsteinen quasi vermischt, dann wird das, glaube ich, später eine ziemlich coole Wirkung haben, weil es dann halt realistisch aussieht mit den Mitteln, die wir jetzt haben. Wir haben jetzt keine Modellbausachen, ne? Also ganz vorsichtig. Die Blubberbläschen, die dann später auf der Oberfläche entstehen, die kann man auch vorsichtig mit dem Feuerzeug wegbrennen. Da muss man aber auch echt aufpassen, dass man nicht zu lange die Flamme auf Epoxidharz hält. Sonst fängt es an zu kochen und dann wird es direkt hart und dann habt ihr ganz viele Bubbles da drin. Das wollen wir nicht. Nach dem Trocknen sieht das Ganze dann so aus. Sieht ziemlich cool aus, wie das Wasser sich zwischen die Steine so gedrängt hat, beziehungsweise das Epoxidharz. Ja. Also, erst wenn das Epoxidharz komplett ausgehärtet ist, wie es jetzt ist, können wir die weiteren Arbeitsschritte machen. Vorher auf keinen Fall damit arbeiten, denn wenn es schon anfängt anzutrocknen und man die Oberfläche irgendwie beschädigt, ist es ganz, ganz schwierig, das zu reparieren. Der nächste Step wird sein, dass wir das Erdgeschoss unseres Baumhauses bauen. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die erste Schicht. Dazu reihen wir jetzt alle Streichholzreste meines 10 Abonnenten-Specials aneinander und gucken, dass sich, während wir das Ganze aufbauen, mit den Holzteilen, die nach oben ragen, verkanten, sodass wir irgendwann eine coole Etage haben. Da setze ich auch noch einen Balkon dran. Ich werde das Ganze jetzt vorspulen, da das Ganze extremst lange gedauert hat. So schaut es jetzt aus. Das ist quasi der Grundboden unseres Baumhauses. Darauf werden wir jetzt ein Zimmerchen bauen und den Balkon. Zu der ersten Etage gehört natürlich auch noch das Geländer. Das machen wir jetzt anschließend, nachdem wir das Räumchen fertig haben. Dafür nehmen wir einfach die aufrechten, die kleben wir auf den Boden drauf. Anschließend kommt dann da das Geländer drauf. Als nächstes machen wir die Treppe. Die Treppe muss natürlich irgendwie zum Boden kommen. Da man mit so einer geraden Treppe da nicht so cool hinkommt, habe ich mir gedacht, ich mache mal so eine Wendeltreppe. Dafür nehme ich einfach so ein rundes Hölzchen und klebe da dann die Streichhölzer dran. So sieht unsere fertige Wendeltreppe aus.
schön spiralförmig oder wie man das nennt. Die setzen wir jetzt unter das Baumhaus, um zu sehen, wie viel wir von dem Holzstäbchen von dem Runden abschneiden müssen. So sieht nun die fertige Wendeltreppe aus, gekappt von oben und von unten, auch mit der guten Ausrichtung, so wie wir sie haben wollen. Also einen guten Eingang nach oben, einen guten Ausgang nach unten oder auch andersrum. Unten können wir dann noch ein paar weitere Streichhölzer dran kleben, um gut auszukommen. Weil so ist es natürlich gerade nicht cool, wenn wir auf den Steinen auskommen. Für innen brauchen wir natürlich auch eine Treppe, um in das nächste Stockwerk zu kommen. Dafür baue ich so eine ganz normale Leiter. Also es ist keine richtige Treppe, sondern mehr so eine Leiter. Reicht ja für ein Baumhaus. Vor allem, wenn es so klein ist. Auf das einfache Stockwerk würde ich auch noch gerne einen Balkon setzen. Dafür habe ich hier beim Treppeneingang quasi direkt auf der rechten Seite noch eine Säule hochgesetzt. Da kleben wir noch ein Streichholz oben drauf. Das wird dann unsere Balkontiefe. Und wenn wir die Treppe innen und unsere Außenkante des Balkons haben, können wir quasi die Etage zumachen. So. Erste Etage ist zu, nun können wir gleich anfangen mit der weiteren Etage. Die Etage bauen wir genau gleich auf wie die untere Etage. Also einfach wieder mit Holzkleber die Streichhölzer aneinander und fertig. Nun ist unsere oberste Etage fertig. Wir können anfangen, das Dach zu bauen. Für das Dach machen wir erstmal in die vordere Mitte und in die hintere Mitte ein aufrecht stehendes Streichholz rein. Und so bestimmen wir dann, wie später unser Dach aussehen wird. Das Dach an sich können wir dann mit zusammengeklebten, nebeneinander liegenden Streichhölzern machen, die man später einfach nur schräg daran kleben kann. Was natürlich nicht fehlen darf, ist ein Treppengeländer für unsere Wendeltreppe, damit man da nicht runterfällt. Dafür nehme ich einfach ein ganz normales Streichholz und biege das mit der Zange immer so ein bisschen kurz vorm Brechen quasi. Also viel biegen, aber nicht überbrechen. So kriegt man eine schöne runde Form hin. Unsere Baumhauskonstruktion ist nun fertig. Mir gefällt das Hollowholz noch nicht so gut, deswegen nehme ich jetzt Abdeckfarbe, stark verdünnt mit Wasser und bestreiche das Häuschen dann damit. Dadurch, dass die Streichhölzer unbehandelt sind, ziehen die das Wasser und die Farbe unregelmäßig ein und geben dem Ganzen noch einen realistischen Touch. Anstrich fertig, Leute. Wie findet ihr es? Zu dunkel oder cool? Den Boden können wir jetzt auch noch bearbeiten. Dafür nehmen wir wieder Holzkleber. Da kommen dann normale Steinchen drauf. Den Weg zur Treppe, den werde ich dann noch mit weißem Sand versehen. Passing the time.
So, jetzt kommt der finale Step, Leute. Wir bearbeiten jetzt nochmal so ein bisschen die Äste. Wir knipsen da die ab, die zu weit in irgendwelche Richtungen rüberstehen. Und die versehen wir dann anschließend mit so Kunstmoos. Das sind auch wieder irgendwelche Reste, die ich habe. Und somit hätte ich dann auch diesen Rest verwertet. So Leute, der Baum ist nun fertig. Das letzte, was wir jetzt noch machen müssen, ist die Silikonform lösen. Wenn wir diese gelöst haben, ist unser Ergebnis quasi komplett fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich über irgendeine Reaction freuen. Falls ihr mehr von mir sehen wollt, abonnieren nicht vergessen, sonst seht ihr nicht mehr von mir. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt oder irgendwelche Wünsche habt, gerne in die Kommis rein. Ich werde darauf eingehen. Ansonsten würde ich sagen, wünsche euch alles Gute und bis bald. Euer Kip Kobe. Ciao.